applaus aan de hand. Dat war nicht gut. Unfassbar. So, kleine Zeitreise an dieser Stelle. Die einen oder anderen wissen es vielleicht, uns gibt es mittlerweile seit 12 Jahren. Also quasi, wir sind zusammen mit dem 486er geboren worden. Genau, aber ohne Turbo-Taste. Die haben wir nach und nach angelernt. Ja, das ist eine andere Geschichte, erzähl ich dir später. Bis mehr so bei Format C. Genau. Oh Gott. Kann das noch eine Programmiersprache? Egal. Ich habe das noch in der Schule gelernt. Damals mit Windows 8. Nee, wir hatten keine. Hattet ihr das noch? Schule? Hattet ihr das? Schule? Wir hatten Informatik, wir hatten Nordhoff Commander. Das war so ein ganz billiges Nachbeiger. Entschuldigung. Ja, Thomas, ist gut. Verstanden. Noch lange genug die Geschichte jetzt. Wir reisen jetzt quasi zurück 12 Jahre. Und zwar in dem Moment, als wir uns zwei Hübschen das erste Mal getroffen haben. Dein Konzert. Kleine Zeitreise. Und den allerersten Song, den wir damals zusammen gesungen haben, ist ein All-Time-Classic. Und wir wollen euch jetzt so ein bisschen mitnehmen in das Jahr 2007, wenn ihr mal verstanden seid. Aus dem der Song eigentlich nicht kommt. Also eigentlich wollen wir euch noch in das Jahr 1900. Ja, aber wir wollen euch ja in die Situation mitnehmen, wo wir ihn zum ersten Mal gesungen haben. Fang einfach mal an. Lass mich doch mal an, bitte. Ja, genau so war das. Du hast ja einfach gesagt, ich fang mal an, Jungs. Genau, lasst mich mal in die Mitte. Ohne sich vorzustellen. Das Blöde war, das war das einzige Mal, dass ich mich durchsetzen konnte, in die Mitte zu kommen. Es hat genau eine Zeile lang gereicht. Ah, schöne Erinnerung. So viel Platz. Okay. Fühlst du es, ja? Ich fühle es. Fühlt ihr es auch? Das ist geil. Was denn? Was muss ich denn fühlen an dieser Stelle? Keine Ahnung. Lila? Unsicherheit? In deiner Sexualität? Vielleicht. Warte, ich muss noch mal kurz einen Schritt hier hin. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, man merkt, dass wir 12 Jahre zusammen sind. Das würde ich nur mal kurz erwähnen an der Stelle. Oh ja. Könnt ihr das quietschen? Nee. Wir haben 15 Stunden Soundcheck gemacht, nur dass wir diese Frequenz vor meinem Hüftquietschen rausgefiltert kriegen. So. Und da ist es wieder. Okay, ich mach jetzt mal. Ja, bitte, bitte, Basti. Oh Gott. Haben wir gesagt, dass es schon Bolero heißt, den wir jetzt spielen? In einer Free Jazz Version. Ja, ja, jetzt. Well, it's one for the money. Insider fliegt zu Recht aus. Ja. Weil sie wissen, dass jetzt Sam kommt. Zugabe? Hast du noch was, Sam? Hast du noch was? Ich hau noch mal eine Zeile raus. Aber nur eine. Ich versuche das mal ein bisschen wie Basti, so in Stimmung zu kommen. Der hat doch so geschnauft dabei. So. Also ich war mir selten so meiner Sexualität sicher. So wunderschön, so weit weg von den beiden zu stehen. Ich höre auf mit der Musik. Kommt später nochmal. Irgendwann. Mach doch nicht doof. Freu dich drauf, Basti. Wenn wir jetzt wetten, das wäre, dann würde hier so eine komische Einblendung kommen. So die nächsten Sendungen spenden sich um ungefähr 12 Stunden. Das Problem ist, ich vergesse immer die zweite Zeile, aber vielleicht. Mit two. Okay. Ja. Na, eigentlich fängt es an mit Well It's. Aber es ist nicht so schlimm. Du machst ja auch nicht nur Rongo. Nee, aber ich würde mich freuen, wenn ich jetzt, weil jetzt habe ich den Text, nicht unterbrechen. Sam hat den Text eigentlich auf der Gitarre, stimmt. Das wisst ihr noch nicht. A Typ for the Show. Ja, nicht auf dem. Das ist übrigens korrigiert. Das heißt, Ich darf ich jetzt in die Mitte? Du darfst mal in die Mitte. Das ist für mich der Moment zu zeigen, ich hatte vor 2 Wochen Geburtstag. Ja. Jetzt zeige ich euch, was mir Fans schenken. So. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was diese Aussage dieses Stiftes, aber wenn man drauf trifft. Wir zählen jetzt alle runter von 3 auf 1 und nach 1 sagen wir alle hopp, okay? 3, 2, 1, hopp! So. Gut, dann können wir jetzt weiterspielen den Song. Ja, so, und wo wir schon mal beim Thema sind, drehe ich mich auch gleich um und zeige ich meinen Arsch. Da kann
der Stift raus. Also jetzt möchte ich noch mal kurz sagen, wer distanziert sich? Ich distanziere mich jetzt von dir. Keine Ahnung, wie viel Schreibarbeit noch heute Abend auf mich zukommt, aber geht besser in eine Vorsicht. Vorsicht. Also der Grund, warum ich mich umdrehe, ist vielleicht der Band. Band könnte mich sehen. Can you see me? Basti, kannst du, Saki, kannst du mal Sven kurz fragen, ob er mich sehen kann? Ja. Schöpfola. Ja. Hallo, Ikea. Das bringt du gerne.